Hallo, liebe Freundin. Wundert euch nicht, ich habe heute Videodrehtag. Darum habe ich genau das gleiche an wie im übernächsten Video, glaube ich. Oh, ja, mal gucken. Aber mir ist heute danach, ich habe Sabbelwasser getrunken und ich möchte euch was ganz Fantastisches zeigen. Bleibt dran. Schau dir das an. Coole Sache, oder? Ich habe diese Box, die ich sehr schön finde, von Look Fantastic. Ich habe mit denen weder eine Kooperation noch sonst irgendetwas. Die habe ich ganz selber bestellt und ganz alleine bezahlt. Nur, dass du Bescheid weißt und nicht denkst, boah, jetzt staubt die überall ab. Nee, staubt nirgendwo ab. Die habe ich mir gekauft. Und zwar hat das einen Grund. Und zwar ein Megaschnäppchen. Ja, Megaschnäppchen. So, ich habe sie schon ausgepackt, ne? Schon klar, weil ich konnte nicht an mich halten. Und zwar kommt die Box so. Da drin ist noch eine Zeitschrift, die liegt jetzt aber unten. Das ist eine englische Version der L. Da habe ich schon ein bisschen drin geblättert und habe sie vergessen, weil ich werde ja nicht jünger. Und dann haben wir hier so ein kleines Booklet. Und warum ich die Box bestellt habe, das erkläre ich euch spätestens beim dritten oder vierten Produkt. Hier habe ich das Booklet. Hier habe ich schon mal einen Sneak Peek auf die nächste Box. Hier habe ich alle Produkte drin beschrieben. Alles auf Englisch, weil das ist eine englische Box. So kommt das gute Stück an. Und dann können wir es auspacken. Und weil ich recherchiert habe, habe ich mir auch wieder Notizen gemacht, damit ich das nicht alles auf Englisch vorlesen muss. Habe ich die Produkte gegoogelt und habe mir das auch auf Deutsch aufgeschrieben, damit ich euch genau sagen kann, was sich darin befindet. Diese Box habe ich also beim Unboxing gesehen, habe mir das Video von der Dame angeschaut und habe gedacht, wow, kann das sein? Ist das wirklich so? Es ist wirklich so. Ich sag's euch, diese Box hat mich im 3-Monats-Abo pro Monat kostet die 15,95 Euro und ich habe keinen Porto bezahlt. Bestellst du nur diese Box, falls du sie noch bekommst, denn das ist nicht sicher. Es hat sich rumgesprochen, wie geil diese Box in diesem Monat ist. Bestellst du sie nur für einen Monat, bezahlst du 20 Euro für die Box und Porto. Im Schnitt ist das immer noch ein Megaschnäppchen. Alle Produkte, die da drin sind, sind First Class. Alle. Ausnahmslos. Der Hammer. Ich will euch ein bisschen was für die ersten, oder ich zeige euch die ersten Produkte und sag euch ein bisschen was dazu. Und zwar haben wir hier von Skin Chemist die iPads. Sie sind feuchtigkeitsspendend mit Hydragel, so heißt es, also Hyaluron. Antioxidantien, sorgt für Feuchtigkeit unter den Augen, was ich ja im Moment total liebe, macht einen wachen Blick und perfekt gegen Müdigkeit und Hautfalten. Das Produkt, ich werde euch alle Produkte verlinken, aber im Original, weil hier sind jetzt nur zwei Pads drin und in der Originalverpackung, glaube ich, naja, seht ihr. Auf jeden Fall kosten diese zwei Stück umgerechnet 8 Euro. Zieht euch das rein. Box, merkt ihr den Preis? 15,95. 8 Euro. Ja, weiter geht es. Ich habe von Mellow den Gel Lip Pencil. Ist ein ganz weicher Stift. Also ein Lip Liner, ne? Schon klar. Ist ganz weich. Mit zum Rausdrehen. Also wirklich ein ganz feines Dingelchen. In einer sehr natürlichen Farbe. Ist ein Crayon. Ich hoffe, ich sage das nicht richtig. Und zwar ist die Farbe langanhaltend, macht ein mattes Finish und ist eine cremige Basis für den Lippenstift. Jetzt haltet euch fest, es ist die Farbe Aria und kostet, das ist eine Originalgröße, 11 Euro. Wir sind immer noch bei 15,95 Euro. Weil jetzt haben wir schon 19 Euro für die beiden Produkte. Ha! Geht aber weiter. Klar, ne?
So, dann habe ich ein Pröbchen oder eine kleine Größe, 30 Milliliter von Vella in Vigo Nutri. Wie heißt das? Nutri Enrich with Goji Berry. Das ist eine hydratierende Maske für die Haare, ist Nahrung für die Haare und regeneriert. Ist für alle Haartypen geeignet, kostet umgerechnet ca. 3,30 Euro. Na? So, weiter geht's. Was nehmen wir denn als nächstes? Jetzt habe ich euch eigentlich schon ganz schön viel gezeigt. Nehmen wir mal das hier. Und zwar ist das von Mein 10 Invisible Color Everyday Glow. Das ist jetzt eine Creme für das Gesicht. Die trägst du auf. Und sie beinhaltet Aloe Vera, Mandelöl, Kokos- und Traubenkernöl. Es gibt einen goldenen Glow. Ich habe sie noch nicht aufgemacht, darum mache ich das jetzt, weil ich wollte mir das mit euch zusammen gönnen. Hat so einen kleinen versiegelten Verschluss. Und zwar soll diese Creme, die könnt ihr als Basis unter der Foundation benutzen. Ihr könnt sie aber auch so benutzen. Sie spendet 24 Stunden Feuchtigkeit und gibt einen goldenen Glow. Ich gebe es mal wieder auf meine Hand. Ich brauche wirklich nur ein bisschen. Ist eine schöne Geschichte. Ganz weich. Riecht fantastisch. Naja, erst riecht sie fantastisch und dann geht's so. Was diese Sache aber macht, weil die Firma Mein 10 weist schon darauf hin, ist dafür bekannt, dass die Selbstbräunungscremes, Lotions etc. vertreiben. Und bei dieser ist das so, dass wenn ihr schon gebräunt seid im Gesicht und das aufträgt, hält eure Bräune länger, weil es ist ein Tan Color Extender. Und was es eben auch noch macht, wenn du es regelmäßig anwendest, färbt sich deine Gesichtshaut langsam ein. Also du hast nicht gleich so Krawums, so ein Selbstbräuner im Gesicht, sondern immer wieder bleibt so ein kleiner Hauch an Bräune zurück. Und das werde ich ausprobieren. Es sind 30 Milliliter darin. Und die Creme kostet mit 30 Milliliter 6,50 Euro. Finde ich eine prima Geschichte. Auch das werde ich euch verlinken. Ihr merkt, so langsam werden wir teurer. So, jetzt kommen wir aber zu Eclat Boreal. Das ist eine Creme, auch das sind, ich glaube, 30 Milliliter. Und die kostet, ich sag euch mal, erst den Preis und dann, was sie macht. Die kostet in der Größe, ja, etwas über 20 Euro, weil 50 Milliliter kosten davon 43,95 Euro. Es ist eine Creme, die aus dem sibirischen Olivenbaum gewonnen wird. Also ich wusste gar nicht, dass in Sibirien Olivenbäume wachsen. Da muss ich mich nochmal erkundigen, weil gerade bei der Aussage fühle ich mich doch ein bisschen verschaukelt. Aber ich kann ja auch nicht alles wissen. Und dieser sibirische Olivenbaum steht in der Tundra, aber ich glaube, in der Tundra ist das auch trocken. Vielleicht stimmt es. Auf jeden Fall hat dieser sibirische Olivenbaum 108 bioaktive Elemente, darunter Vitamin, also Provitamin A und Carotinoide. Es ist 30 mal stärker als Vitamin C, als das Vitamin C einer Orange. Es ist eine Kombination mit 100% natürlichen Eisbeerenextrakten. Es ist ein Zellgenerator, ein Schutzschild, es mindert die Falten, es gibt einen leuchtenden Teint und kann als Untergrund für Make-up benutzt werden und es verfeinert das Hautbild. Junge, Junge, so viel Versprechen in so einer kleinen, aber sehr hübschen Tube, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch hier, ich mache es für euch auf und wir gucken mal. Oh, komm, Fifi. Ah, da. Ui, das ist aber schön creamy, creamy. Hat auch so eine kleine Einfärbung und den Finger habe ich noch nicht benutzt. Das ist eine schöne Substanz. Das ist eine richtig schöne Substanz. Ich rieche auch dran.
sehr dezenter, sehr, sehr schöner Duft. Eine kühlende Basis, sehr feuchtigkeitsspendend. Ich musste jetzt mal so 2-3 Minuten, aber meine Haut fühlt sich gut. Oh, ist das weich, oh, ist das zart. Ja, das möchte ich in meinem Gesicht haben. Das möchte ich wirklich in meinem Gesicht haben. Auch das verlinke ich euch. Ich habe da viele, hier bei dieser Firma Polar, habe ich viele Produkte gefunden, die wirklich ganz viel versprechen und mit Sicherheit auch halten werden, weil das ist. Also zu dem ersten Produkt, was ich aufgetragen habe, im Gegensatz zu dem hier, ist der Burner. Ehrlich, Empfehlung. So, und die war jetzt bei um die 20 Euro. Wie viel haben wir jetzt? 20, 23, 29, 50, 37, 50, 48,50 €. Merke, die Box hat 15,95 € gekostet. Und jetzt kommt halt die fest. Pass auf. Burner. Und das ist der hauptsächliche Grund, warum ich mir diese Produktbox bestellt habe. Erstmal ist sie hübsch, tolle Farbe, klasse Ding, kann ich mein Make-up drin aufbewahren. Nein, das ist natürlich nicht der Grund. Schon klar. Ist, I proudly present euch den Star dieser Box. Und zwar Düss. 30 Milliliter von Avant Skincare. Unspektakulär im Aussehen. Absolut unspektakulär, aber es ist ein Mittel, das das Alter bekämpfen soll. Es schützt vor freien Radikalen, also vor jeglichen äußeren Einflüssen. Es ist eine pure Hyaluronsäure und füllt die Fältchen auf und ist komplett frei von Parabenen. So denkst du, oh, gibt es ganz viele Cremes von. Es ist 12 Monate haltbar. Ich gucke gerade, was hier noch ist. Made in the... Also es ist in Europa hergestellt worden und wird in London vertrieben. Es ist von Avant Skincare.com. Auch das werde ich euch verlinken. Es ist tierversuchsfrei. Das sind jetzt so die Sachen, die ich da drauf finden kann. So, und jetzt halte ich fest. Wenn ihr dem Link folgt. 30 Milliliter ist eine Originalmenge, aber nicht die Originalverpackung, weil ihr bekommt das sonst in einem Pumpspender. Und ich fasele und fasele und fasele. Und das Produkt kostet rund 104 €. Jetzt kommst du. Das war jetzt eine Kunstpause, die mich macht. Alle Produkte zusammen. Ne? Guck dir das an. In dieser Box für 15,95 € haben einen Gesamtwert von rund 150 €. Die L, die in der Pocket, im Pocket-Format, habe ich jetzt noch nicht mal mitgerechnet. Die kostet auch noch 8 oder 9 €. Ey, sag mal, da wirst du doch verrückt, oder? Und diese Box habe ich gesehen und ich musste sie haben und ich habe leider keinen Link für euch. Ich hatte mal bei einer Kollegin angefragt, da darf ich einen Link verwenden, aber nicht für diese Box, sondern für die nächste, die ich euch zeige. Da könnt ihr euch übrigens schon mal drauf freuen. Da habe ich nämlich einen Sparlink für euch. Aber diese Box, als ich die bestellt habe, ne, da habe ich gedacht so, alter Schwede, das kann doch nicht wahr sein. Da habe ich mir ganz kurz die Zeit genommen, habe mir das Video von der Dame nochmal angeguckt und habe gleich gegoogelt und habe alle Produkte gefunden und habe gedacht, das stimmt. Es stimmt wirklich, es sind 150 €. Und dann habe ich mich entschieden, dieses dreimonatige Abo zu nehmen, weil das ich bezahle das selber. Also ich habe da jetzt gar nichts von euch, das zu zeigen, aber ich möchte euch die Möglichkeit geben, dann nochmal zu gucken, ob ihr vielleicht doch noch durch die Box kriegt, weil das darf man sich einfach nicht entgehen. Guck mal, jetzt bin ich so aufgeregt, da bleibt mir die Stimme weg. Das darf man sich einfach nicht entgehen lassen und darum zeige ich euch das hier jetzt so schnell wie möglich. Die Box ist gestern bei mir angekommen, ich habe recherchiert, habe nachgesehen, ob das alles richtig ist. Und ja, es ist wahr. Also seht zu, bestellt die Box, guckt,
geprüft, testet, recherchiert. Ich verlinke euch alles. Ihr könnt sofort gucken. Ich musste mir alles zusammensuchen. Ihr habt es da einfacher. Geht in die Infobox und zack, boom, seid ihr bei den Produkten. Schaut, was für euch dabei ist. Und ich freue mich riesig auf das nächste Mal. Und ich liebe diese Boxen, weil es sind so oft so geniale Produkte darin. Man kann was kennenlernen, man kann was ausprobieren und ich stehe drauf. Ich habe noch eine andere, die zeige ich euch auch. Das ist die My Little Box und wie gesagt, da gibt es auch Prozente und freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal, ihr Süßen. Tschüssi.